Servus Leute und herzlich willkommen auf dem Franconian Vipers Channel und wir haben mal wieder für euch ein schönes Video. Lange ist her, das letzte Video kam. Heute haben wir wieder eins für euch und zwar die S&T M1918 BAR in der AEG Version und ja, würde ich sagen, bevor wir jetzt noch großartig dran rumreden, fangen wir an, Junge. So, dann will ich euch das gute Ding mal vorstellen. Hier haben wir es schon mal vor mir liegen, noch im Karton. Jetzt werden wir allerdings erstmal die Suppenschüssel hier abziehen. Vorausgesetzt, ich krieg's hin. Zack. Gut. Wenn, muss es natürlich auch ein bisschen authentisch sein. Also, wie gesagt, heute haben wir mal, ihr habt es in dem Intro bzw. im den Detailansicht bzw. in dem Datenblatt schon gesehen. Ja, 5,5 oder 6,5 Kilo geballte amerikanische Feuerkraft, sage ich jetzt mal dazu. Gut, also wie gesagt, wir haben das Paket natürlich wieder von Begade geschenkt, also geschenkt, sage ich schon, geschickt bekommen. Und wie gesagt, ich darf es euch jetzt hier kurz mal ein bisschen vorstellen. Also wie gesagt, kommen wir zu meinen, wie sie zu euch kommen. Wie gesagt, der Karton ist riesig, sauschwer, wie gesagt, 5,5 Kilo. Dann machen wir es mal auf. Na, wie gesagt, S&T typisch so ein Inlay. Gut, dann haben wir ein bisschen was drin. Also wir haben auf jeden Fall ein Beschussprotokoll, eine Bedienungsanleitung ist ebenfalls immer integriert. Ansonsten, wie gesagt, bei Bigardi auch downloadbar. Ja, gut. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Also wir haben einmal ein Magazin, das ist ein 180 Schuss High Cap, 180 Schuss High Cap. Viele fragen sich jetzt, ja, gibt es nicht anders, gibt es nämlich als Mid Cap. Noch nicht. Also da werden wir mal sehen. Dann haben wir hier so eine kleine Öse oder Anbauteil, damit kann ich das Zweibein montieren, zeige ich euch später. Genau, dann zweimal das Zweibein, wie gesagt, wie man es montiert, wie gesagt, zeige ich euch später. Gut, da ist nichts, da ist nur noch so Antifeuchtigkeitsmittelzeug, Säckchen und dann haben wir hier natürlich den dicken Brummer selber. Schmeißen wir alles weg auf Seite. Jetzt habe ich die Kamera bewegt. Also, ja, wie gesagt, das ist im Lieferumfang integriert. Ihr seht, die passt kaum hier auf die Kamera drauf. Gut, wie gesagt, jetzt haben wir sie aus dem Karton rausgenommen und jetzt möchte ich euch nur kurz erzählen, was mir in der Hinsicht dann gleich aufgefallen ist. Also, wie gesagt, sie liegt äußerst massiv, stabil in der Hand. Was uns aufgefallen ist, ist, dass hier hinten die Klappe, die wackelt ein bisschen, die klappert ein bisschen. Ja, ein bisschen schade, aber hey, kann man nichts ändern. Aber ansonsten, wie gesagt, vom Ersteindruck macht es einen bombastischen Eindruck, genauso wie man sich eine Replika vorstellt, definitiv. Ja, dann würden wir sagen, gehen wir mal ein bisschen so auf die bestimmten Details ein. Wie ich was oder wie es materialtypisch verbaut ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also, wie gesagt, wir fangen wie immer von vorne nach hinten an. Also, wir haben hier zum einen
unseren Mündungsfeuerdämpfer. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Genau. Den kann man, wie gesagt, abschrauben und kann hier einen Schalldämpfer anbringen oder hier dann das Zweibein montieren. Zeige ich euch aber später noch. Ne? Genau. Das ist weder mit einer Madenschraube noch mit einem Gummi gesichert. Hier würde ich vielleicht sogar sagen, dass ihr euch da von einem Zylinder oder sowas, von einem Zylinder her, ein Gummi einsetzt, dann dreht sich der von alleine nicht mehr auf. Gut, dann die Waffe selber. Das komplette Frontgehäuse ist aus Metall gefertigt. Aluminium-Druckguss würde ich jetzt mal so schätzen. Das ist kein Stahl. Ne? Bis auf die Befestigungsösen hier zum Beispiel. Das ist, wie gesagt, aus Stahl gefertigt. Dann haben wir unseren Drachegriff. Der lässt sich im Winkel natürlich verschieben, weil so wie er jetzt ist, wäre es halt blöd, weil es genau über Kimmelkorn ist. Und somit ein Zielen eigentlich nicht möglich. Also wie gesagt, das kann man durch Lösen zweier Schrauben, kann man das dann verschieben und damit so meinem Wunsch entsprechend anpassen. Gut, dann das Hauptgehäuse, wie gesagt, auch hier vollkommen aus Metall gefertigt. Und auch die Kimme- und Kornvisierung typisch in der hohen Lochkimme hier möglich. Also man kann dieses auch, wie gesagt, in der Breite als auch in der Tiefe und der Höhe kann man das einstellen. Tiefe, sage ich Quatsch. Also in der Breite und in der Höhe ist das problemlos einstellbar. Gut, dann haben wir, machen wir es gleich. Wenn wir einmal hier sind, haben wir hier unseren Hülsenauswurffenster. Das kann ich zum Betätigen des Bolts hier, zum Fake Bolts, kann ich das öffnen und ich kann hier dann mein Hobob bequem einstellen. Es sind hier, kurz mal anzusprechen, AK-Hobob-Units verbaut. Also wie gesagt, könnt ihr jederzeit austauschen, wenn euch jetzt die nicht zusagen sollte. Gut, dann haben wir unten hier natürlich, oder dann haben wir Bedienelemente wie Feuerwahlhebel, Magazin-Auswurfknopf. Diese sind ebenfalls aus Metall gefertigt. Zum Feuerwahlhebel muss man hier noch sagen, muss man ein bisschen aufpassen, weil sie, wie gesagt, nur im vollautomatischen Modus möglich ist. Genau, also wie gesagt, sie ist rein nur vollautomatisch möglich. Ich werde mich da mal ein bisschen dran versuchen, sie eventuell auf Semi umzubauen. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Gut, dann haben wir natürlich noch das Hinterteil von dem Grundstück. Jetzt stoße ich fast hinten an. Wir haben die Backplate ebenfalls zum Aufklappen als zusätzliche Schulterarretierung. Kann ich hier problemlos aufklappen und somit, wie gesagt, meine Sachen dann auf meine Schulter anpassen. Und wir haben hier hinten auch wieder einen Sling, der ebenfalls aus Stahl gefertigt ist. Und was den Akku angeht, upsala, genau, das sollte jetzt nicht passieren. Genau, was den Akku angeht zum Beispiel, ist hier mein Fächlein und hier kann ich dann meinen Akku einsetzen. Einfacher wäre es zum Beispiel, wenn wir jetzt das komplette Teil hinten, hier sind zwei Schrauben drin, die kann ich entfernen und dann kann ich das nach hinten abziehen. So kann ich mir den Akku, da passen auch größere Akkus rein, dementsprechend angleichen bzw. einsetzen. Gut, kommen wir noch zu den Holzteilen, also sowohl den Stock als auch den Handgriff vorne. Die sind ebenfalls aus Echtholz gefertigt, schön dunkel gebeizt. Ein bisschen Maserung ist zu sehen und ist auf jeden Fall stimmig. Halt. Und der Trageriemen oben, Tragegriff, ist ebenfalls noch mit Holzapplikationen dran. Gut. Ja, was bringt das gute Ding? Ich habe es euch schon gesagt, es ist eine 05er. Wir haben sie diesmal auf dem Schießstand dabei gehabt. Wir haben sie auf 25 Meter geschossen, 0,2 Gramm Biokugeln haben wir verwendet und dann würde ich sagen, ja, Schusshäubi, Kronehäubi, mach weiter, würde ich sagen.
So, dann haben wir den Schuss und den Kronentest soweit abgeschlossen und ja, es ist natürlich Luft nach oben, aber man kann damit was anfangen in meinen Augen. Gut, dann kommen wir noch schnell zu ein paar Details. Also was ich euch kurz ansprechen möchte, ist das Zweibein, was verbaut ist. Also das Zweibein, was jetzt hier anverbaut ist, würde ich jetzt im Vorfeld gleich mal sagen, es ist rein zur Deko. Es ist jetzt nicht in meinen Augen funktional, also für ein Airsoft-Spiel gedacht, aus dem einfachen Grund, weil wie gesagt, jetzt haben wir es gerade ein bisschen eingeklappt. Ne? Zum Ausklappen vom Zweibein heißt, man muss hier die Schrauben lösen, man sieht schon, es kommt schon entgegen und dann muss man das nach oben drücken und ebenfalls wieder einschrauben, bis es halt einrastet. Das tut es natürlich jetzt. Jetzt ist es eingerastet. Und jetzt kann ich das festschrauben sozusagen. Ne? Das gleiche auf der anderen Seite auch. Wir probieren es mal. Zack. Auch hier ist es eingerastet. So, dann haben wir das Ding soweit. Also das Ding, ihr seht, es ist freischwingend. Ne? Also ich kann die Waffe drehen und das Teil bleibt immer am Platz. Natürlich ist das Teil auch in der Länge einstellbar. Wir haben hier noch eine Schraube und somit kann ich das dann dementsprechend in der Länge noch anpassen. Das Problem ist so, es ist keine Rasterfunktion. Das heißt, wenn ich es zu weit rausrutschen lasse, dann fliegt mir das nach unten raus. Ne? Deswegen sage ich definitiv, dieses Zweibein ist in meinen Augen ein stylischer Faktor. Gerade bei Reenactment-Geschichten wird es auf jeden Fall toll kommen, aber im normalen Airsoft-Spielbetrieb kann ich mir nicht vorstellen, dass das großartig Sinn macht. Aber ist auf jeden Fall ein geiler Faktor, dass es dabei ist, keine Frage. Und somit natürlich gerade was, wie schon angesprochen, Reenactor angeht, übelst geil. Ne? Gut, dann haben wir natürlich das Ding, dass das hier freischwingend ist. Ist da, wo ich euch vorhin schon gesagt habe, der Mündungsfalldämpfer, der abgeschraubt werden kann, der kriegt natürlich Kratzer. Ne? Dass hier oben lauter Schmierer drauf schon, kann ich euch vielleicht jetzt noch mal kurz einblenden, wie dieser Mündungsfalldämpfer ausschaut, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen ganzen Tag mit dem Zweibein rumgelaufen ist, was wir natürlich gemacht haben. Ja, dann, wie gesagt, möchte ich noch mal kurz auf den Stromstecker angehen, was ich vorhin vergessen hatte, beziehungsweise an die Bedienelemente, was Magazin angeht und Stromstecker. Also der Stromstecker ist hier ein Tamiya. Anschluss Standard. Es ist kein MOSFET verbaut, es ist keine ITU oder sonst was verbaut, sondern ein Standard Mikroswitch oder ein Kontaktschieber ist hier definitiv verbaut. Was technisch noch anzumerken ist, es ist allerdings möglich, V2-Teile einzubauen. Also das Ding ist V2-kompatibel, das heißt, wir haben Zylinder, Zylinderhead, Piston, Pistonhead, Gears sind alles V2-kompatibel, das kann problemlos gebaut werden. Nur beim Nozzle ist es so, dass das Nozzle in der BAR 1918 hier definitiv um, ja, so, ich will jetzt mal sagen, circa einen Millimeter länger ist, 1 bis 2 Millimeter länger ist als ein Standard M4 Nozzle. Also 22,5 ist es hier und ein Standard ist 21,5, glaube ich. Sowas um den Dreh rum. Genau, also wie gesagt, ihr braucht 22,5 Nozzle, wenn ihr das Nozzle hier auch tauschen möchtet. Dann haben wir natürlich nochmal die Sache mit dem Magazin. Das ist wie gesagt unser Highcap und es wird hier, haben wir eine Führungsschiene und es rastet sauber ein. Also es wackelt auch nicht. Also wie gesagt, klar, innen drin das Metall, aber es ist jetzt nicht irgendwie so schlimm wie bei einer AK zum Beispiel, dass ihr da, dass der hier so rumschwabbeln habt. Beim Magazin auswerfen ist es ein bisschen kompliziert, beziehungsweise halt kompliziert, ein bisschen umständlich. Wir haben hier unten innerhalb des Magazinknopfes einen kleinen Knopf drin und den muss ich drücken, dann kann ich mein Magazin auswerfen. Genau. So. So, nur nicht, dass es nicht runterfliegt. Gut. Wie gesagt, an für sich, es ist in meinen Augen auch nur durch dieses Highcap, wenn ich mal kurz mein Fazit dazu geben darf, ist zum Beispiel zum Spielen im Airsoft bedingt geeignet in meinen Augen. Hat einfach den einfachen Grund dahinter, dass wir hier
ein 180 Schuss Highcap haben. Für eine Vollautowaffe in meinen Augen vielleicht zu wenig. Für eine Semi-Waffe suboptimal. Ne? Okay, also wie gesagt, das wäre jetzt zum Beispiel das, was wir jetzt halt euch hier sagen können. Und ja, an für sich optisch affengeil, Funktionalität ist okay, Spieltauglichkeit, wie erwähnt, eher suboptimal. Gut, ja, ich würde sagen, hier ist ein wundervoller, geiler Wand-Deko-Artikel. Da wird es auch bei mir auf jeden Fall landen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ich wünsche euch in der Hinsicht noch eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ja, dann würde ich sagen, euer Hobby FV. Ciao.